Willkommen zurück, ihr Lieben. Ich bin noch in Sildern. Und mir wurde gesagt, ich soll doch einmal bitte, damit ich, also ich hoffe, ich habe dann genug Ruf, in den Fischerhütten nachgucken für die Hellebarde. Und zwar. Was sind die hier? Achso, genau, weil der Ork im Irmak seine Hellebarde sucht. Genau. Ich hoffe, es reicht dann aus, dass mein Ruf so hoch ist, dass ich dort reingehen kann. Weil die Sklavensachen möchte ich per se nicht so gerne machen. Ich würde ja nicht einfach so töten. Und das mit dem Stadtschaman weiß ich auch nicht. Da würde ich ganz gerne was ausprobieren, weil wenn ich mein Ansehen gesteigert hat, könnte er mir Sachen beibringen als Magier. Wahrscheinlich was ich eh nicht brauche oder so. Aber ich würde es mir ganz gerne angucken. Habe ich hier gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Außerdem bezweifle ich irgendwo, dass es mein Ansehen steigert, wenn ich jetzt den Stadtschaman töte. Ein bisschen kritisch. Nicht, dass ich sie machen würde, ne? Ach ja, und das mit ich dem weiß Schiff. Nicht, ob du damit recht hast. Geht wahrscheinlich auch nicht mehr, außer ich finde jemand, der auch noch ein Schiff bauen kann. Ich habe hier den einen Typen nicht mehr. Da habe ich auch die Quest zu früh gemacht. Ich hätte. Das ist aber auch die einzige Stadt, nenne ich es mal, die ich aufgeräumt habe, glaube ich. Oh, oder? Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ah. Also ich habe es schon im Gefühl gehabt, bloß auch nicht die Städte aufräumen. Wer weiß, wofür man noch irgendwelche Leute braucht, ne? Weil ich könnte ja dann eigentlich auch in Mittelland, theoretisch, die Sachen halt für die Rebellen machen, also die Orks und sowas halt beseitigen, ne? Kann ich, dass ich danach doch noch irgendwas brauche. Ja, den Fischhütten habe ich jetzt geguckt. Immer da drüben waren auch nochmal. Das hier ist ja keine Fischerhütte. Im Lagerhaus hatte ich ja schon geguckt gehabt, eigentlich relativ viel. Die Truhe vielleicht öffnen, wenn jemand vorbeikommt. Also nicht den Inner mitnehmen, aber dann ändert sich doch der Loot zur nächsten. Ja, brauche ich nicht. Obwohl, war nur eine Metalltruhe, ne? Was ist los, Mora? Das ist der Typ, für den ich die Hellebarde suchen muss, ne? Der Ork. Hä? Waren den drei Fischerhütten? Ist der noch so eine Hellebarde gesehen? Kommst du, hast doch sicher noch was zu erledigen. Stan will nicht mit mir reden. Ist ja beschiss, ist ja richtig beschiss. Ist sich gerade so ungewöhnt, hier dieses Spiel zu spielen, ne? Ich bin es gerade gar nicht gewohnt. Da muss man so viel klicken. Ich habe erstmal vorhin Menü-Ewigkeiten gebraucht, weil ich die Tastatur benutzen wollte, um Spiel zu laden und Enter. Was ich in jedem Game so mache. Und dann fiel mir einmal, kann Menü ja nur klicken. Ist das so eigentlich? Oder habe ich da was vergessen, irgendeine Art Patch oder so zu installieren? Oder ist das wirklich so gedacht, dass man im Menü wirklich nur klicken kann? Es geht bei mir nicht anders, ne? Das denke ich jedes Mal. Also jetzt habe ich das Game länger schon nicht gestartet gehabt, ne? Aber jetzt mal denke ich mir so, was ist hier los? Ah, die Hellebarde. Ist sie etwa nahe? Nee, das ist. Ich brauche keine Ork-Axt. Weil ich ja mal und nehme die. Eins von eins. Busch Irmak. Aber das ist. Hä? Ihr mag Hellebarde. Oh. Ich habe nicht dran gedacht, dass die Orkwaffen ja anders heißen. Ne, weil es gibt ja Hellebarden. Wie heißt da noch Hellebarde? Am besten erledigst du das selbst. Oh. Aber die Orks haben ja ihre Waffen und die sind auch hier so benannt. Perfekt 3. Upsi. Hier ist keiner gewundert. Was ist los, Mora? Ich hab dein Stäbchen. Hier ist deine Hellebarde. Ich habe sie bei den Fischern gefunden. Hier ist deine Hellebarde. Ich habe sie bei den Fischern gefunden. Ja, da
Danke. Dann haben die Fischer sie wohl geklaut. Ich habe übrigens nur Ruf 72, ich komme da noch mal nicht weiter. Nö. Du hast die Hellebarde selbst bei den Fischern versteckt. Was? Du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit. Ich soll dir wohl die Fresse polieren. Tja, dann muss ich wohl Meldung machen. Ach, na gut. Sag, was du verlangst. Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt. Ich werde gehen. Aber Denpok sollte davon wissen. Denpok sollte wissen, dass Irmak jetzt die Stadtwache hält. Aber dem habe ich doch schon eine Wache gegeben. Beim letzten Mal. Da habe ich doch so ein paar Kleinigkeiten für den Typen organisiert gehabt, ne? Na gut, vielleicht kriege ich jetzt trotzdem Ruf. 72 vor 75, ne? Das wird hier sonst ein bisschen knapp. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, ja. Irmak hält Wache in der Stadt. Gut gemacht, Mora. 78, yes! Ich war mir erst nicht sicher mit diesem Wachen der Stadt halten, aber dann fiel mir ein, ach, wir hatten ja diese Quest, dass die Orks sich hier besser verteilen sollen. Ich nenne es jetzt einfach mal kurz so. Wenn nicht, dass hier neue Orks auf einmal gespawnt wären, da hatte ich ein bisschen Angst. Na, dann kann ich jetzt durch, ne? Lässt du mich zu eurem Anführer? Du bist für uns kein Unbekannter mehr. Du darfst passieren. Ein bisschen laut, ne? Ich probiere nicht so zu schreien. Danke. So, jetzt habe ich hier rein. Was gibt's hier? Ich muss ja ein paar Sachen erledigen, ne? Erstmal kurz. Ich bin ja kein Unbekannter mehr. Vielleicht kann ich hier dann doch... Ich weiß nicht, wie ich den Orkschaman unauffällig töten soll. Außer mit Gift. Was hier nicht so geht, ne? Nee, ich kann nur sagen, zeig mir deine Ware bei Krumpel. Ich muss ja erst mit dem Anführer sprechen. Elia-Schrein. Ich war so lange hier nicht drin. Ich wette, gleich geht irgendwas schief, ne? Weil ich irgendwas probiere zu machen. Naja, ich habe jetzt wieder Gothic 3 gestartet. Jetzt kommt das auch wieder regelmäßig. Dann weiß ich auch wieder, was ich mache. Aber die Folge ist... Ich bin schon mit WASD überfordert. Nein. Jetzt mal überlegen. Kardok. Das ist der scheinbar Schmied. Bring mir was über das Schmieden bei. Zeig mir deine Ware. Ja. Ja. Schmied. Ich habe hier doch gerade noch einen anderen Typen gesehen. Mit einem Borg, meine ich. Darf halt hier mal runter. Irmak ist jetzt auf jeden Fall hier. Und wie? Kämpfe mit Ehre. Ja. Ich hab damit kein Problem. Dachte, er meckert mich jetzt an, dass er arbeiten muss. Buchständer. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Altes Wissen. Plus 3. So, jetzt habe ich hier mehrere Dussels. Elite-Krieger und hier nur Umbrak. So, du bist also der Kerl, von dem hier alle reden. Du bist der große Kriegsherr, von dem hier alle reden. Ja. Was will ein Wicht wie du von einem Anführer der Ork-Armeen? Rede! Hallo, ich darf hier rein. Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du, dass ich dich über meine Angelegenheiten unterrichte? Netter Kerl, der einfach Smalltalk halten möchte. Ich bin gekommen, um dir, großer Kriegsherr, zu dienen. Ist das so? Dann beantworte mir nur eine Frage. Shit. Wann wird dein Volk endlich einsehen, dass es besiegt ist und den Widerstand aufgeben? Was kann ich tun, um sie zur Vernunft zu bringen? Ich wüsste da etwas.
Das wäre genau das Richtige für jemanden deines Schlages. Was soll das heißen? Vor dem Pass nach Nordmar gibt es ein Rebellenlager. Ich will den Kopf ihres Anführers. Das werde ich natürlich nicht machen. Ahnung. Mal wissen wir, wo der ist. Der redet auch normal, der Ork. Genauso wie der Schatschamane, der redet auch so. Es irritiert mich ein bisschen, die reden gar nicht so wie Orks. Ihr Ork seid hier in der Minderheit. Fürchtest du keinen Aufstand? Nein. Dazu haben die Morras viel zu viel Angst vor der Folter. Im letzten Krieg hatte ich Gelegenheit, meine Methoden zu verfeinern. Mhm. Ich kann dir gerne zeigen, was ich meine. Ich hab schon verstanden. Ach, ich mag das doch. So. Habe ich mit dem gesprochen und die eine Quest hat sich auch erledigt. Ich habe vergessen, dass es hier dann direkt aufgelöst wird. Da muss ich nochmal jetzt runter. Das mit dem Schiff kann ich in Sillen nicht mehr machen. Also ich werde die Rebellen nicht töten, weil ich will lieber die Orks weg haben. Inok, der ist heimlich sklavenfrei. Ich gehe gleich nochmal zu Inok, weil ich jetzt hier reingekommen bin. Wir sind ja vorbereitet für den Fall der Fälle, dass wir hier anfangen wollen. Ich jage keine Sklaven und Grumpel, das muss ich mal probieren, ob das geht, wenn der eine Ork den anderen Ork getötet haben möchte. Ich glaube nicht, dass ich es hinbekomme. Das ist wie diese Kuh-Quest, die ich auch noch rauf habe, weil ich nicht weiß, wie ich die... Also, den Kühe töten und so. Und das ist auch das mit den Sklaven. Mehr hätte ich hier quasi gar nicht auf. Das geht auch, glaube ich, alles als gescheitert, sobald ich hier dann den Aufstand starte, ne? Wir dann irgendwann machen. Aber er hat doch gesagt... Aber jetzt geht's. Lehre mich dein Wissen. Nun, da du hier kein Unbekannter mehr bist, werde ich einen Teil der Kunst der Schamanen an dich weitergeben. Nutze das Wissen zur Verteidigung der Stadt Morra. Alchemie und Magie. Was kann er denn? Bring mir was über Alchemie bei. Waffen vergiften, permanente Tränke. Benutzt Magie, ich muss meine Waffe nicht vergiften. Außerdem, Umbrak schickt mich, den Rebellen Anok zu töten. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dich mit einer solch schwierigen Aufgabe betraut. Ich könnte mit dem losziehen, dann könnte ich den unterwegs selber töten. Wo soll ich nach den Rebellen suchen? Ich kann dir nicht sagen, wo die Rebellen sich verstecken. Aber ich kann dir sagen, aus welcher Richtung sie uns immer angegriffen haben. Oh nee, jetzt ist es weg. Ach nee, doch, zeig mir den Weg zu den Rebellen. Ist noch drin. Warum sucht ihr nicht selbst nach Anok? Die Sklavenlager da draußen müssen bewacht werden. Viele Sklaven bedeuten auch viel Ärger. Ja. Wir können hier keinen Mann entbehren. Ich muss noch kurz speichern. Ich kenne mich doch, hier geht gleich irgendwas schief. Das könnte nämlich so gehen, wenn ich Grumpel. Also wenn er wirklich jetzt mit mir zu den Rebellen geht, so locke ich ihn weg, um ihn zu töten. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Na gut, folge mir. Grumpel kennt den Weg zu den Rebellen am Pass nach Nordmar. Stopp! Ich will mal ganz kurz gucken. Sapotec. Nicht, dass es nachher klappt und ich weiß nicht, zu wem ich muss. Wo ist er? Da. Ja, den erkenne ich wenigstens. Wir sind jetzt abends unterwegs. Weil, in dem Leuchtekleidchen. Auch Licht. Ich muss das vielleicht mal lernen. Das wäre vielleicht auch mein Vorteil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ihn besiegen soll, ne? Bin ich weit genug weg? Was will er denn? Von dort oben aus dem Wald haben uns die Rebellen immer angegriffen.
Ich vermute, dass sie sich irgendwo da oben versteckt halten. Ich kriege viele Erfahrungspunkte. Du wirst es brauchen. Du auch. Ich werde dich zerschmettern. Ja. Ich glaube, das wird das gerade machen wie bei Gothic 2. Hat nie so gut gefunzt. Aber es kriegt scheinbar niemand mit. Ich werde dich zerschmettern. Muss es halt so machen, dass er sich nicht hält, ne? Okay. Das Erfolg tötet den Stadtschaman Grumbel. Na, wir haben noch eine Runde. Hier hin. Ja, ein Teleportstein. Klingenstab. Was nicht, ne? Liegen überall tote Wildschweine. Ja, okay, weil ich ja hier war, ne? So, mal gucken. Nee. Aber und ich habe noch 1000 Erfahrungspunkte bekommen, nur weil ich... Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um! Weißt du etwas darüber? Nein. Nö. Wir beobachten dich. Wieso denn? Also, dass ich immer gleich verdächtigt werde, ne? Ich als Schnuckelchen hier. Glaub's ja. Bin ich jetzt im Dunkeln diesen komischen... Wer ist er denn? Später, Mara. Ach so, das war hier, die Arena. Wenn er so weitermacht, wird es niemals. In der Stadt werden Wachen gebraucht. Also habe ich nicht schon genug Probleme hätte. Geh ich mal nachsehen. Hallo. Geh zu Deadpock und sag ihm, ich bin ab jetzt in der Stadt. Okay. Ich wusste nicht, dass ich noch so viele Leute hier finde in der Stadt, die ich da zu ihm schicken soll. Frillok patrouilliert ab jetzt in der Stadt. Gut gemacht, Mara. Hier deine Belohnung. Danke. Ich hätte auch einfach... Ich habe gedacht, eine Person kriegen wir nur da hoch. Einige Dinge werden sich niemals öffnen. Hier mal kurz schlafen. Ich muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Solange ich noch ein Bett bekomme und sich das niemand reserviert hat. Am besten du hältst dich da raus. So, nächster Morgen. Dann zu diesem Zom. Ich weiß nicht mehr genau, Zom, Zopik, Zappa, mit Z. Ich hatte gerade eben nachgeguckt, aber merke ich mir noch nicht. Wo standen der Hanse rum? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Der stand doch eigentlich in der Nähe von der Stadt, oder? Da, nee. Zapotec. Grumbel, der Stadtschamane, ist tot. Das ist großartig. Das lasse ich mir was kosten, Kleiner. 1000 Gold und 1000 Erfahrungspunkte. Wirst du jetzt Umrak herausfordern? Worauf du dich verlassen kannst. Aber erst muss ich das Ding mit den Sklaven hier regeln. Schon klar. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Okay. Von dem hatte ich ja auch den Feuerkelch mitgenommen, ne? Der da war. Dann habe ich das zu Inok wollte ich nochmal. Wir kriegen beide noch Ärger. Naja, ich kriege hier grundsätzlich Ärger. Wie sah es nicht so. Wie Lars? Nehme ich so einen Pass von Nordmar. Wisst ihr nicht, warum ich da hin sollte? Was ist denn dieser Inok? Ich hab damit kein Problem. Ich dachte, dem kann ich dann sagen, ich war da drin. Ich bring hier gerade alles durcheinander, weil es so lange nicht im Game war, ne? Ja, okay, dem Jerry kann ich nicht Bescheid sagen, und, aber... Guck mal ganz kurz, erfolgreich.
Der ist aber von hier. Ich weiß nicht, wer. Wer war denn nochmal Enoch? Den habe ich ja dann mit dem Jerick hier verwechselt, in meiner Erinnerung. Das sind zu viele Namen, ne? Ich und Namen. Es muss hintereinander abgespielt werden hier. Sonst, die Arschkarte. Ich glaube aber. Hat der noch was? Nee. Ich glaube, ich bin dann aber durch. Also, wie gesagt, die Sklavensachen möchte ich nicht machen. Ich möchte die Stadt eher aufräumen, wegen den Orks aufräumen. Ein Ork ist ja schon tot. Aber, ja. Die sehen aber alle gleich aus. Was soll ich denn da machen? Ich könnte jetzt hier auch schlafen, ne? Kann ich jetzt eigentlich die Truhe looten? Ich werde da bestimmt gesehen, ne? Was willst du, Mara? Der hat zwar reingeguckt, aber nichts, ne? Na gut. Bin durch. Oder war Enoch ein Fischer? Aber dann würde ich weiterziehen, ne? Ins nächste Dorf. Also ich würde wahrscheinlich mit dem einen noch zum Pass gehen, der da rumsitzt. Ich weiß nicht, ob er dann zurückgeht oder einen neuen Standort hat. Da bin ich noch ein kleines bisschen irritiert, dass der da noch rumsitzt. Ich habe ja bezahlt, dass er raus darf. Okay. Können wir an der Fischerhütte und dann weiß ich nicht mehr. Existiert Enoch ja nicht mehr. Jetzt was denn? Na da. Dann gehe ich mit Lars zum Pass. Wird ja keine Probleme geben. Wird ja keine Probleme geben. Wir haben ja alles da schon aufgeräumt gehabt. Ich ja trotzdem sicher sei, weil ich kenne mein Glück. Bring mich zum Pass nach Nordmar. Du willst meine Heimat kennenlernen? Ja. Ich zeig sie dir gerne, Freund. Folge mir. Ist ja auch eine Quest, von daher. Ich wollte gerade sagen, möchtest du dich vielleicht bequem aufzustehen? Oder nicht? Sollte eigentlich keine Probleme geben, jetzt ist es dahin laufen. Ich liebe es, wenn ich Leuten folgen muss. Die Tiere müssen alle tot sein. Es sollte in der Zeit auch nichts Neues gespawnt sein. Jo. Rumpel liegt da halt rum. Ganz unauffällig natürlich, ne? Ich weiß nicht. Man hat mich nicht gesehen. Ich hoffe aber... Ich kann der ja auch gleich irgendwie zu den. Ich dachte, da wäre was. Bei den Rebellen irgendwie bleiben. Die ein bisschen müde sind, scheinbar. Ja, gut. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob er dann da irgendwie bleibt oder ob es was anderes auslöst. Das wäre halt noch offen, weil er da rumsitzt und ich habe bestimmt das nicht umsonst bezahlt. Ist jetzt sein Problem hier gewesen? Hat der Mundgeruch oder warum wolltest du zwei Schritte weiter außen rumlaufen von dem Rebellen, mein Lieber? Ich habe ja sogar schon einen Teil aufgeräumt gehabt, ne? Hier ist ja kaum noch was. Ich hatte hier so Kara-Sachen gemacht gehabt. Ich erinnere mich, weil ich Leute gefunden habe. Immer diese Wasserfallsachen. Ich glaube, ich muss das irgendwie aus der Soundbibliothek rauslöschen, ne? Weil das hört sich eher. Jetzt ist es gerade weg, deshalb habe ich mich gerade gedacht, ach, wie schön. Ja, finde ich mir immer ein kleines bisschen penetrant. Das Wasserfall, das ist so ein nerviges Rauschen. Das klingt für mich aber nicht so richtig nach. Ja, auch wenn er so weit weg ist, ne? Passt nicht so. Ist eher, weiß ich nicht, Migräne auslösend gefühlt. Naja.
Habe ich sonst noch zu erzählen? Nichts. Weil wir eben folgen müssen und hier passiert einfach nichts, weil auch alles aufgeräumt ist. Aber ich wollte die Quest machen. Die Orks da oben. Ja, also ein paar sind tot, aber ich glaube ein paar leben noch, ne? Weil da hatten wir auch so eine Quest gemacht. Irgendwann läuft da bei den Orks vorbei. Weil ich ja mal sehe, jetzt selber, jetzt muss ich wieder alles hochlaufen, wenn er stirbt. Ich möchte schon, dass er lebend ankommt, nach Möglichkeit. Also ich entscheide das spontan. Aber das ist auch sauber, die Höhle. Ich erinnere mich. Sag mal, wo läuft der Junge denn lang? Geht's dir gut, Lars? Also wirklich. Ja, okay. Ich habe nichts mehr erzählt. Da sind ein paar Orkis. Die nicht? Okay, Lars. Lars hat keine Lust auf Orks? Dann nicht. Dort drüben, weiter nördlich, liegt der Pass, mein Freund. Danke. Ich werde weiterhin hier in diesen Wäldern bleiben. Es gab schließlich einen Grund, warum ich meine Heimat verlassen habe. Warum hast du deine Heimat verlassen? Ich bin ausgezogen, um das Bogenschießen zu erlernen. Zu Hause wollte und konnte mir dabei niemand zurecht helfen. Ich gehe auch immer, weil ich Bogenschießen lernen möchte, ne? Wo willst du nun hin? Jetzt, wo du mich fragst. Ich denke, du wirst mich bei den Rebellen hier im Wald finden, wenn du mich suchst. Willst du nicht nach Okara? Nö. Okay. Ich habe nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Ja, jetzt sind wir aber durch. Jetzt bin ich dann aber durch. Ich weiß nicht. Wie gesagt, es sollte jetzt in Zelda nur noch die Sachen sein, die ich nicht mache, weil ich ja die Orks wegbekommen möchte. Das mit dem Schiff, naja. Dann geht's weiter nach Treles. Da war ich ja noch dabei, war ich gleich nochmal kurz hoch, ne? Dann habe ich zumindest alle Ortschaften schon mal besucht. Und Vanguard könnt ihr eigentlich aufräumen. Würde ich nach Treles machen, dann würde ich Vanguard auch aufräumen. Und ganz am Ende wahrscheinlich einmal meine ganzen es anschauen. Ich will gar nicht wissen, wie viel habe ich eigentlich. Also alle Queen Quests. Also alle von Mittelland und so. Kara braucht mehr Bänder. Ich hatte da schon voll viele hingeschickt. Wie viel wollen die denn noch haben? Ich hatte bei der letzten Mal, wo ich den Wald, da habe ich doch welche gefunden. Nicht den ganzen Wald durchsuchen, oder wie? Mach ich dann jetzt erstmal nach Treles. Dungorden. Fantastisch. Laufen wir außen rum. Laufen wir da mal hin. Erkundungstour, ne? Wahrscheinlich nichts Spannendes. Mal gucken. Ich habe noch keinen Teleportstein. War ja gar nicht da rein. Ich hatte ja auch gerade gesehen, zwei Quests gemacht gehabt, weil ich dran vorbeigelaufen bin. Das ist, glaube ich, ach, das war, als ich in die Wüste gegangen bin. Da war das gewesen. Dass ich dort einen Teil umgesehen und entdeckt hatte. Mhm. Ja. Also es ist quasi jetzt eher, ich weiß nicht, looten und leveln, so nach dem Motto, wenn ich hier irgendwelche Viecher sehe. Ansonsten sammle ich Glänzle ein. Was ist denn da hinten für eine Felsformation? Oh ne, hier gibt es einen Weg und ist auch nur ein. Dann gehen wir da lang. Wundert. Nämlich Kisten. Wo Kisten sind, sind meistens kurz Gegner. Auch nicht. Also hier nicht. Abgebrochen. Ach, habe ich das vermisst. Das war der letzte. Das finde ich ja cool, dass die Meldung kommt. Das war der letzte. Das hatte ich bisher noch nie, diese Meldung.
Ja, dann kaufen wir uns auch nächstes Mal ein paar Dietriche. Wenn ich bei einem Gemischtwarenhändler bin. Ich glaube, da gibt es ja schon welche. Ich nenne das jetzt mal so. Ich habe nur mehrere Wege. Ja, geführt auch da hoch. Dachte kurz, da geht es vielleicht in irgendeine Art Höhle rein. Nö. Ich will langlaufen. Und ist eigentlich jetzt. Naja. Irgendwo komme ich bestimmt raus. Bei Nordmar nämlich. Wollte ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich teleportiere mich nach Geldern. Ach, wieso Norden? Wieso habe ich Norden gesagt? Nach Süden. Ich war kurz. Ach, fragt einfach mal bitte nicht nach. Ich muss nach Süden, nicht nach Norden. Ich wollte doch runter, ich wollte doch nach Treles. Ach ja. Der Tag war lang. Sag ich immer, ne? Ich bin grundsätzlich verwirrt, das wisst ihr. Also wenn das jetzt auch nicht weiß, kann ich dann auch nichts mehr helfen, ne? Ich glaube, von Geldern runter. Dann kann ich hier noch schnell Dings kaufen, wenn die Triche. Dings. Ja, hier. Jared. Der welche? Zeig mir deine Ware. Alle. Auf was verkaufen? Vielleicht weniger bezahlen. So. Ich kann nie wissen, wofür man noch sein Geld braucht. Und später habe ich dann kein Geld mehr für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, ja. Genau, hier gab es ein paar Waldläufer. So sind da Snapper. Auf dem Stück. Deshalb habe ich hier schon Sachen erledigt gehabt. Die sind dann aber neu gespawnt, weil ich hier schon so lange nicht mehr war, ne? Also hier war ich so lange nicht mehr, dass die auf jeden Fall neu gespawnt sind, weil ich hätte hier auch alles aufgeräumt. Oh, hinter mir. Ja. Noch jemand? Gedacht, dass es so klimpflich läuft, aber eigentlich ist es nur Feuerball abwerfen. Damit du erst wieder ein bisschen an Gothic 3 gewöhnen, ne? Ja. Eigentlich brauche ich doch nur ein Zauber und alte Magie hochleveln. Und dann kriege ich doch auch alles. Irgendwie, egal wie lange es dauert am Ende, aber quasi tot, oder? Wenn ich so gerade drüber nachdenke. Genau, die Quest hatte ich da auch gemacht mit den Orks und der Höhle da. Genau. Tut diese Kuh so leid, ne? Kann ich die Kuh befreien? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine nur, woanders waren Schafe. Hier sind jetzt die Kühe. Sage, kann. Habe ich ja in Gothic 2 gelernt letztens. 2 Wochen her. Trotzdem, Blutfliegen stacheln.
Sind die? Ja, gut. Okay, man kann die nicht essen. Nur mal testen, ne? Ich weiß ja nicht, was hier alles... Echt, wäre das ja auch... Ich dachte, das wurde vielleicht auch übernommen. Aber... Ja, eigentlich brauchst du nicht. Die anderen Sachen sind quasi schon OP. Also es wird alles OP irgendwie mit der Zeit. Ich meine, man heilt sich ja auch nach Prozent. Und so mit dem Fleisch auch. Und so eine Kleinigkeiten. Das Trill ist nämlich an. Ich würde mal kurz hier gucken. Was zum Einsammeln gibt. Ja, ein paar Lurker auf jeden Fall. Sah gerade so aus, als wäre da irgendwas. Naja, gut. Gehen wir da rein. Ein bisschen Kaffeeklatsch. Mal gucken, wie groß es ist. Vielleicht auch dann in der nächsten Folge Kaffeeklatsch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da drin sind, die mir irgendwas zu erzählen haben. Und dann werde ich wahrscheinlich die Aufgaben von denen noch mitmachen. Dann ist nur noch Orks abschlachten in Vanguard übrig. Ja. Und so eine Sachen. Und die Quests, die offen sind, die ich machen kann, würde ich dann auch machen. Ich würde nur das Mittelland wahrscheinlich noch nicht befreien, weil ich nicht weiß, ich bin jetzt mit dem Schiff passiert. Nicht, dass ich danach noch irgendjemand brauche nachträglich. Wegen irgendwelchen Gesprächen oder... Was ist da? Hinterlistiger Oger. Eine Quest gefunden. Oh, die Höhle würde ich dann vormachen, auf jeden Fall. Warum nicht? Dann machen wir das schon mal. Dann finde ich vielleicht die Person, die wir dann noch brauchen. Dann kann ich das gleich abgeben, wer auch immer mir diese Aufgabe gibt, ne? Das am Bauernhof. Und mit dem Bauernhof rede ich auch zuerst, bevor ich dann da reingehe. Mit den Leuten auf dem Bauernhof. Nicht per se mit dem Bauernhof, ihr wisst schon. Schon doof, wenn man ein Loch in der Decke hat, oder? Fuck. Ich meine ja nur, ne? Also ganz nebenbei. Ist schon cool. Von der Deko her. Aber hat auch Nachteile. Das ist so nicht. Achso, jetzt bin ich noch im Kampf. Manche. Ich habe gerade Taurus gelesen. Nicht wirklich, oder? Ist das der Taurus? Der kräftige, stark wie ein Baumstamm, stabil gebaut. Zitat von Lucia. Ich weiß es nicht mehr genau, was sie zu ihm gesagt hat. Da war auf jeden Fall was. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hatte hier noch irgendjemand im Visier. Mal gucken, ob es der Taurus ist oder nicht. Sag mal, ich will ja diese Truhe looten. Nein. Ich gehe da jetzt runter. Mich nervt schon die Mucke. Da ist sie. Upsi-pupsi. Ich mache trotzdem erst die anderen Sachen und Taurus hebe ich mir dann auf. Herauszufinden, ob es der Taurus ist. Wenn es nicht der Taurus ist... Finde ich es nicht gut, dass der Name da steht. So, jetzt der Teleportstein. Gut, wir haben schon einen Teleportstein gefunden. Der war da in der Kiste scheinbar beim Belia-Schrein. Wir müssen jetzt, obwohl, es sind noch nicht alle tot. Ich habe jetzt keinen so ein Questing gesehen. Ich habe es ja ignoriert.
Oder vielleicht gehört dazu ja noch was anderes, nicht nur die hinterlistigen Oger. Sondern das wird noch was. Nee, da ist noch eine. Töte die hinterlistigen Oger des Waldes. Also, wenn ich dann den Kaffeeklatsch mache, dann hätten wir das dann auch erledigt, wer auch immer diese Aufgabe möchte, wollte, wird, haben wollen wird. Ah, save ist schon. Gut, dass ich die Dietrich hier gekauft habe vorhin. So. Das auch schon, da habe ich sogar schon eine Aufgabe erledigt, hätte ich nicht gedacht, ne? Ich dachte, aber ich habe kurz noch vergessen, wie OP mein Feuerball hier ist. Ich dachte eben. Nicht vergessen, ne? Wie OP man hier ist. Im Vergleich. Also wenn man dann, ja, zumindest so weit ist. Genau, bevor ich jetzt da reingehe und mit Horus rede, würde ich. Wo war denn der Bauernhof gerade? Da geht's übrigens auch noch rüber. Und Terra. Erhältnisreichter Bauernhof, das ist eine Blutfliege. Noch eine oder so? Huhn, ne. Reden wir erstmal mit den Leuten auf dem Bauernhof. Und dann gehe ich da rein. Gibt's nur einen? Mal kurz die Pflänzle einsammeln, die ich eigentlich nicht brauche, weil. Ach kommt, wann habe ich jetzt mal einen Trank hier gebraut? Ich habe 184 Heiltränke und Fleisch und ähnliches. Wo ich das erstmal ja nicht mehr ausgebe, weil ich ja sonst nachher wieder eine Bring uns 50 Euro Fleisch-Quest habe. Ich möchte gerne den Pilz, warum auch immer hier ein Pilz war. So, Cole. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Was? Hab ich? Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Dann geh doch hin. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Das kenne ich nicht, ne? Das kenne ich nicht. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, sich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Wollen wir zusammen gehen? Okay, ich kann mit dem zusammen dahin gehen. Nemora, okay. Ich glaube, das fehlt mir. Hab ich nur nicht. Ist auch so ein Pilz, so random einfach. Und was hat Farmen? Was willst du auf meinem Hof? Wenn du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Immer die Kirche im Dorf lassen, mein Lieber, ne? Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Alter, ich kann jetzt andere Wörter einsetzen und das sagen andere auch zu anderen Leuten. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Jo. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Verant. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Dagegen finde ich meine Stimme gar nicht mehr anstrengend, ne? Ich rede jetzt weiter mit ihm, das hat was. Ja. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lehnsherrn ich arbeite, König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland.
Ja, das stimmt schon allerdings. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Ich finde bestimmt noch irgendwas. Was muss ich dann machen? Dann würde ich mit dem Eingleich nach Nemora gehen, weil es würde mir da noch fehlen, sonst vergesse ich das doch wieder, bevor ich quasi nach Tredes reingehe und ich habe hier eh den Teleportstein, um hierher zurückzukommen. Dann erkundige ich mich mal, da könnte ich das gleich mitmachen, wenn ich mit dem einen Typ dahin laufe. Es erinnert mich an die eine Aktion, wo ich nach Okara gelaufen bin. Das war ein bisschen anstrengend. Wohin ist Hengley mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Ja, was hat der? Zeig mir deine Ware. Ich nehme hier auch die Dietriche mit. Sicher, sicher. Der hat aber recht viel Gold dafür, dass er überfallen wurde, muss ich ja mal sagen. Also, fand ich. Schon irgendwie. Was hat denn der noch? Das ist in seiner Butze. Monstruo. Dann gehe ich da doch erst recht dran. Nee, dann laufen wir mit Cole. Ich speichere einmal nach dorthin. Achso, nee, wir können nochmal wegen den Rebellen fragen, die den Hofturm überfallen haben sollen. Ich hörte, die Rebellen haben Farmons Hof ausgeraubt. Na und? Mir haben sie nichts getan. Verstehe. Ich begleite dich nach Nemora. Das würdest du für mich tun? Endlich. Ich häng den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Wir werden sehen. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Jetzt so? Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Dann solltest du schneller laufen. Das ist nicht schnell. Schneller, Cole. Schneller. Na, ich hebe. Feuerball in der Hand. Ich weiß nicht, wo wir langlaufen. Und wenn ich rein zu welchen Pflänzchen sehe, würde ich es halt mit einsammeln. Den Quickloot habe ich nicht reingepackt. Der ist in irgendeinem Patch drin. Ja. Ist auch ruhig, kann er wieder Quickloot benutzen. Ich bin da, Cole, ich bin da. Hier gibt es einen Weg. Besser du oder ich? Folges geht's ihm noch gut. Ja. Ich laufe mal ein bisschen vor. Für den Fall der Fälle, dass hier noch mehr Snapper auftauchen. Ein Hase. Da ist doch was. So ein Hase kann schon ganz schön blutgünstig werden. Ja, ein paar Scavenger. Oh ne, wenn es natürlich 500 sind, wird es auch anstrengend. Ich habe den Typen verloren. Entweder ist er tot oder er steht jetzt irgendwo rum, weil ich war zu schnell. Oder wir sollten gar nicht auf dem Weg laufen. Ach, da. Nee, da geht's lang. Okay. Ich hätte die Scavenger gar nicht wegmachen müssen. Aber ich war etwas so voreilig. Der Quer fällt ein. Ich weiß ja gar nicht, noch ein Mistvieh. So macht man das? Ich bin das gar nicht gewohnt. Diese Ausdrucksweise.
Wie höflich. Jo. Da liegt ein Riesenskelett. Ah, wir sind schon da, ne? So, da sind wir. Das ging besser. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremder. Gerne. Hier, ich gebe dir noch was für den Rückweg. Möge Innos dich beschützen. Danke. Ein Topf. Boah, da liegen Riesenskelette. Fällt mir auf. Okay. Abschreckung? Geht gleich mit nicht mit uns an. Abgebrochen. Wir erledigen auch Drachen. Abgebrochen. Hallo? Jetzt werden hier wieder, bricht alles ab. Weil ich mir neue Dietriche gegönnt habe, oder wie? Darf ich das verstehen? Ich hätte ja noch einen Teleportstall. Darf ich hier rein bei euch? Bin ich eigentlich genau? Gefällt mir das ganz und gar nicht. Ja, mir auch nicht. Keine Karte? Teile. Finley. Okay, red, mache ich Kaffeeklatsch hier. Nächstes Mal Kaffeeklatsch im nächsten. In Dingsebumse. Reden wir mit Finlay und Tyler. Was hättest du dir vorher sagen können? Was kann denn schon groß passieren? Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finlay macht. Er ist mein Waffengefährte. Okay. Bist du der Anführer von... Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum ich fragen sollte, bist du Anführer von, wahrscheinlich wegen dem Laden hier. Du stehst mir im Licht, Kollege. Ja, soll ich mir hier was verdunkeln, Kollege? Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Ich auch. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Dann geh doch raus. Du bist wohl eine harte Sau, was? Würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Jetzt erst recht. Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Ah ja, wir suchen den Anführer wegen dem Überfall, ne? Den kann ich fragen, wen Treles aufmischen. Ich speichere mal. Wie wär's, wenn wir Treles aufmischen? Ah, ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Und wer ist euer Anführer? Okay. Also ich könnte das dann mit denen auf jeden Fall hier eine Runde aufmischen. Schön. Habe ich gerade das Wort Gehaltserhöhung verstanden? Dudley. Hi, ich bin Dudley. Ich kümmere mich um die Versorgung. Hi, Dudley. Was für eine Versorgung? Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen, Pokale, Teller, völlig egal. Verstehe, du handelst mit Hehlerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Ich weiß. Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen. Waffen. Etwa 10 Waffenbündel würden uns recht gut tun. Ich besorge euch Waffen. Okay. Am besten du gehst nach Treles. Die Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen 10 Waffenbündel. Ich nicht noch 10 Waffenbündel? Hier hast du deine 10 Waffenbündel. Das ist riesig.
Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Liebeskunst habe ich auch bekommen. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Famon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Ja. Der wurde doch geplündert, oder hat er mich angelogen und er wurde nicht geplündert? Weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Trelis um. Der Schamane Kamak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Ja. Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Ich kenne dich doch kaum. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Doch wer es ist, kann ich dir nicht sagen. Da musst du dein Glück schon woanders versuchen. Ich glaub's ja, ich hab dir 10 Waffenbündel gegeben, mein Lieber. Das ganz und gar nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Rebellen? Tja, was willst du hören? Es war doch noch nie anders. Dann gehen wir runter. Deshalb gab es noch Famos Tour. Alter Sklave. Alter Sklave, Cole. Alter Sklave. Kippler. Ich grüße dich, Fremder. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Weiß ich noch nicht. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Weit von hier im Osten liegt die Burg Trelis. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Willkommen in der Zwickmühle. Ich werde einfach abwarten. Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Ja. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Okay, scheinbar. Ich weiß nicht, was für ein Bauernhof. Das machen wir dann natürlich auch. Der hört sich ein bisschen nach Anführer an. Er könnte der Anführer sein. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist. Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Ist zu gefährlich. Mit den anderen war das immer klar. Außerdem finde ich, dass Okara hier so ein kleines bisschen besser organisiert mir vorkam. Aber wir gehen mal hier noch rein. Wenn noch jemand ist, wer das? Treslot? Ah, Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Hi, okay, wir haben Feuermagier gefunden. Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. Jo. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Ich weiß. Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunen, habe ich welche entdeckt. Dann geht er hin. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Du hast da ein Stäbchen auf dem Rücken? Hau die um. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Ich doch nicht. Ich hab die Dinge auch nicht. Ich muss sie halt wirklich sammeln. Wahrscheinlich sind die da wirklich nur dort. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Namhaft, als ob hier jemand namhaft wäre. Wie steht's um dein Wissen über die alte Magie? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Ich auch. Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen Feuerkelch gefunden. Den brauche ich. Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch anvertrauen kann. Er muss nach Nordmar gebracht werden, verstehst du? Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Das würdest du tun?
Ein verlockendes Angebot. Aber erst brauche ich noch einen Beweis, dass du stark genug dazu bist und ich dir vertrauen kann. Also die Nordmar ist verdammt gefährlich. Und der Kelch darf nicht in die falschen Hände geraten. Verstehst du? Okay. Schon klar. So, ich kann alte Magie- und Alchemie-Sachen bei ihm lernen. Und sobald ich, weiß ich nicht, ihm wahrscheinlich 5 Pflänzchen gebracht habe, kann ich da dann weitermachen. Ich speichere mal nicht, dass ich hier gleich irgendwie von Minecrawler überfallen werde. Hengli. Da, mit dem sollen wir ja auch reden, ne? Das soll laut Dingsterbumster eventuell... Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger. Wir haben da ein Problem. Der Bauer Farmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Farmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Ja. Denk mal darüber nach, du Spinner. Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Oh, ich zünd hier gleich ein... Ich habe keinen Feuerring, sowas gibt's ja nicht, ne? Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Ja, ja. Aber wenn du mir einen guten Preis machst, muss ja keiner wissen. Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Nee, da gehe ich lieber zu Diego. Gut, wir können bei ihm ein bisschen shoppen und Diebe Sachen lernen. Da muss ich die Quests machen, um Vertrauen zu bekommen, um herauszufinden, wer hier der Anführer ist. Alles mit dem Bauernhof habe ich geregelt. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich habe jetzt mit allen erstmal gesprochen, zumindest die ich hier gesehen habe. Ja. Ich weiß aber den Teleportstein noch gar nicht gefunden. Wahrscheinlich hier draußen irgendwo. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit den Quests, die ich jetzt bekommen habe, damit wir das Vertrauen von denen bekommen, damit ich weiß, wer der Anführer ist, damit ich weiß nicht, was machen kann. Und dann geht es nach Trelis im nächsten Kaffeeklatsch. Haben wir auf jeden Fall wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.